Es stehen wieder viele Maschinen auf dem Tisch und das hat wieder einen guten Grund. Denn die Frage ist, und die kommt oft, wer hat denn die beste Qualität von den Modellherstellern? Und wir versuchen mal, diese Frage zu klären. Es ist wieder nicht so einfach. Es wäre ja schön, wenn es so wäre, aber Qualität hat halt viele Facetten, würde ich sagen. Und je nachdem, wo man den Fokus setzt, je nachdem kommt halt ein anderer Hersteller raus. Und deswegen werden wir das auch so ein bisschen nach Kategorien durchgehen. Da wären zum Beispiel Stabilität und Robustheit, Maßstabstreue, Detailreichtum, Lackqualität. Was gibt's noch? Die Reifen sind so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Und auch, wenn das vielleicht nicht viele auf dem Schirm haben, so der Gesamteindruck mit der Verpackung. Das spielt bei einigen vielleicht keine Rolle, unterbewusst glaube ich aber schon. Und all das werden wir heute mal besprechen. Ich versuche am Ende trotzdem mal so eine Reihenfolge zu machen, wer so insgesamt halt sehr, sehr gute Modelle macht, so im Gesamtpaket einfach. Bis dahin würde ich aber so zwei, drei Kategorien durchsprechen. Und das Wichtigste für viele Sammler ist vermutlich so der Detailreichtum. Und da gibt's eigentlich zwei ziemlich klare Gewinner. Das ist Weise Toys und Ross. Die haben beide einen schon außergewöhnlich starken Detailreichtum. Also da ist vieles ausmodelliert, ausführlich nachgebildet, bis ins kleinste Detail. Und das parallel verbunden mit einem super Lack. Keine Fehler irgendwie, sehr detailreiche Aufkleber. Weise Toys hat immer Nummernschilder, was in der Größe auch nicht ohne ist, die scharf zu drucken. Und auch was die Originalgetreue angeht, die Originaltreue, Originalgetreutheit, ihr wisst, was ich meine, sind die auch vorne mit dabei. Da wäre mir nicht bekannt, dass da mal jemand Mist gebaut hat. Bei Ross, okay, die haben einmal ziemlich einen Bock geschossen, da haben die irgendwie eine falsche Achse verbaut. War aber vor meiner Zeit, das habe ich nur gehört. Und Weise Toys, ja, tipptopp. In der Reihenfolge würde ich sagen, kommen Viking und Marge als nächstes. Bei Viking, die sind im Grunde auf einem ähnlichen Niveau, also sehr detailreich, haben so ein bisschen das Problem, dass sie sehr wirtschaftlich handeln, was aus Firmensicht sehr gut ist, im Resultat so ein paar Probleme hat. Die sind nicht so sehr bedacht, ein Modell wirklich eins zu eins umzusetzen. Der Xerion zum Beispiel, der kam ja als 4500er und als 5000er letztes Jahr. Und beide haben zum Beispiel dieselbe Kabine. Obwohl mir jemand gesagt hat, der bei Klaas arbeitet, dass es den 5000er mit der Kabine nicht gab. Da hat Viking also einfach gespart, damit sie alles bis auf die Ketten übernehmen konnten. Und das war halt ein kleiner Punktabzug in der, ja, im Maßstab, in der 1:1 Nachbildung. Ansonsten, wenn man solche Sachen rauslässt, sind sie auch sehr detailreich. Vom Cockpit bis, ja, Terminals, die drin sind und. Marge Models im Grunde dasselbe. Dort ist es nur leider so, wobei das eigentlich in ein anderes Thema fällt, dass die Front- und Heckhydraulik zwar sehr massiv sind, aber teilweise ein bisschen komische Maßstäbe haben. Also die sind teilweise sehr eng zusammen, die Unterlenker. Und ja, ist vielleicht eher eine Sache für die Robustheit als jetzt im Detailreichtum. Beim Detailreichtum sei noch erwähnt, dass Marge teilweise Probleme mit dem Lack hat. Da bilden sich hin und wieder schon ein paar Narben, ein paar Lackfehler. Das, ja, sind so Kleinigkeiten bei Marge. Haben dafür auch große Vorteile. Kommen wir gleich zu. USK Scale Models und Universal Hobbies sind, Schuko können wir eigentlich auch mit reinnehmen, eigentlich gleich auf. Es gibt jeweils Unterschiede. Universal Hobbies wäre viel weiter vorne,
wenn sie nicht manchmal, ziemlich oft, diese vereinfachte Heckhydraulik verbauen. Die zieht es nämlich ein bisschen runter. Wenn wir die weglassen, ist der Fendt zum Beispiel ein super Modell. Sehr detailreich, super Lack, nichts zu meckern. Auch im Cockpit alles drin, was man möchte. Und dann halt diese sehr starre und simple Heckhydraulik. Ja, gehört aber halt dazu. Bei USK Scale Models wollte ich sagen, dort ist es halt so, dass man bewusst dort Abstriche macht. Also es gibt keine Pedalen, es gibt keine Terminals in der Kabine. Die Lichter oben und die Spiegel sind sehr dick gebaut, also nicht sehr detailreich. Hat wieder Vorteile bei der Robustheit später. Ja, im Grunde im Detailreichtum ein bisschen schlechter als Universal Hobbies. Universal Hobbies versaut es halt noch mit, wie gesagt, mit der Heckhydraulik. Bei USK Scale Models sei noch erwähnt, dass die Reifen absolute Geschmackssache sind. Mir gefallen sie zum Beispiel nicht. Die sind A, sehr, sehr hart, also nicht so richtig, ja, nicht richtig schön, wirken nicht nach Reifen und sind optisch auch ein bisschen eigenartig. Also ich finde, die sehen ein bisschen spielerisch aus, also nicht so richtig maßstabsgetreu. Ich weiß gar nicht so richtig, woran es liegt, aber es wirkt so. Und Schuko, man muss es so sagen, ist so ein bisschen modellabhängig. Also der hier zum Beispiel macht einen sehr guten Eindruck. Der hat zwar an einigen Stellen auch so ein paar Sachen, wo der Detailreichtum verloren geht. Es fehlen zum Beispiel immer oder sehr häufig so kleine Warnschilder, die es einfach ausmachen, kleine Warnsticker. Die Reifen sind auch nicht immer das Beste, bei dem sind sie sehr gut. Und ich hatte gerade noch was ich sagen wollte. Achso, und der Lack ist auch nicht immer der Beste. Der hat so ein paar kleine, ja, Fehlerchen. Manchmal, nicht immer. Ansonsten, Heckhydraulik ist auch sehr ausführlich ausmodelliert. Sind sie im Grunde bei allen, wenn sie eine richtige haben. Und ja, das wäre so der Detailgrad. Dann wäre das nächste so ein bisschen die Robustheit. Und das ist ein Thema, was euch vielleicht gar nicht so interessiert, aus Händlersicht aber durchaus spannend ist. Und im Endeffekt dann doch irgendwie auch für euch. Weil da hat zum Beispiel Viking absolut die Nase vorn. Die sind sehr robust und gleichzeitig halt, wie eben besprochen, sehr detailliert. Also ich habe aus, ich weiß nicht wie viel, 100 oder 1000 Viking-Modellen, die ich verschickt habe, eine einzige Retoure. Und selbst dann kein Problem, Viking ist sehr kulanzfreudig, sehr kundenfreundlich. Und hat eine hohe Kulanz, würde ich sagen. Ja. Und das hat verschiedenste Gründe, also es ist schon sehr gut konstruiert, muss man einfach sagen. Die Rundumleuchten, die bei einigen Modellen gern mal abbrechen, die sind hier in die Kabine versteckt quasi. Die gehen hier weiter rein und lassen sich dadurch bewegen und sitzen bombenfest drin. Bei anderen Modellen werden die halt, wie bei den Ross-Modellen, angeklebt, was auf so einer kleinen Kontaktfläche halt gerne mal bricht. Und wie gesagt, Viking ganz vorne. Weise Toys fast genauso gut. Da würde ich sagen, aufgrund der enormen Details ein Ticken anfälliger für Probleme. Aber im Grunde auch absolut, absolut top. Marge Models hatte ich gerade schon angesprochen. Die haben so ein paar Probleme mit dem Lack. Aber wenn es um Robustheit geht, stehen die echt gut im Schuh. Also, wenn die nicht äußerst blöd verpackt sind, was bei den Jaguars gerne mal passiert, dann sind die schon Maschinen. Also das Ding wiegt doppelt so viel wie der Rest. Das ist eine Wahnsinn. Und ansonsten auch alles massiv. Also wirklich auch die Unterlenker, die Heckhydraulik. Wirklich alles super gemacht, auch sehr detailreich. Und auch in der Kabine ist noch nie was abgebrochen. Noch nie. Bei anderen Herstellern gern mal was. USK Scale Models ist theoretisch ganz oben, was die Robustheit angeht. Allerdings, das hatte ich ja erwähnt, so ein bisschen auf Kosten der Details. Deswegen tue ich mich schwer, die auf Platz 1 zu setzen. Angesichts der kleineren Details sind sie schon gut dabei. Aber wie gesagt, hat eben seinen Preis. Schuko, wenn es um Diecast-Modelle geht, auch sehr gut, grundsolide.
hin und wieder bricht da auch mal gerne was ab, aber das ist in dem Maßstab leider so. Das kann passieren. Grundsätzlich aber wirklich gut. Bei Resin sieht es ein bisschen anders aus. Die Modelle aus Resin sind sehr anfällig. Kann man Glück und Pech haben. Kann ich echt anders nicht sagen. Universal Hobbies ist bei Traktoren sehr robust, hat aber gerade in den Maschinen, hat aber gerade bei den Geräten hin und wieder mal einen kleinen Lapsus drin. Also da haben sie schon mal ins Klo gegriffen. Da kamen schon Lieferungen an, wo wirklich 50% kaputt waren. Aber bei Traktoren und am Ende, was ihr denn in der Hand haltet, sind sie gut dabei. Am Ende ist es halt auch immer eine Frage, will ich detailreich sein, gerade bei Geräten, oder mache ich irgendwas gröber und dafür nicht so detailreich? Da kann ich nur noch mal sagen, dass Viking da einen sehr guten Weg findet. Und ich muss es fast so sagen, das Schlusslicht ist so ein bisschen Ross. Vermutlich auf Kosten des Detailreichtums. Ja. Schlusslicht ist einfach so. Es bricht sehr viel ab. Was irgendwie auch verständlich ist, wenn ich mir hier die Rundumleuchten angucke, die kleben mit einer winzigen Kontaktfläche drauf. Die Spiegel genauso. Es zieht sich einfach durch. Und man muss fairerweise sagen, es hat sich gebessert. Also die, zum Beispiel der hier, die aktuellen Modelle sind überwiegend schon sehr gut. Kommen zumindest nicht defekt an. Es gab aber auch Phasen, wo es katastrophal war. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Samson-Fass erinnert, der Dreiachser. Das war ein Riesending, vielleicht war es sogar ein Vierachser. Ich hatte nicht viele davon. Das war eine Katastrophe. Da waren so viele kaputt. Also, wie gesagt, ich hatte nicht viele und hatte schon genug Probleme. Aber auch im Gespräch mit anderen, Katastrophe. Wenn ich das zum Maßstab lege, dann hat es sich auf jeden Fall gebessert. Aber ich bin noch sehr vorsichtig, was das angeht. Und irgendwie ist es aber auch klar, wenn ich sehr, sehr viele Details reinbutter, dann leidet vielleicht die Robustheit. Und dann würde ich als dritten Punkt mal so ein bisschen mischen. Einerseits, was so die Verpackung angeht, das würde ich mal mit reinnehmen. Und andererseits, was so die Funktion angeht. Lass mal es nur mal benennen. Hier ist zu, hier ist auch zu. Weise Toys beim MB-Truck sowieso. Bei Viking haben sie das jetzt. Boah, ich wollte es gerade sagen, haben sie noch nicht zugemacht. Und Schuko. Du gehst aber scheiße auf. Da geht die ganze Haube auf, oder was? Ach, dir dein geiler Mechanismus, okay. So. Wo fange ich da am besten an? Es ist so, und das ist jetzt bestimmt so ein Thema, wo ihr sagt, das interessiert mich nicht. Ich glaube aber halt unterbewusst schon. Beim Auspacken, was ich da für ein Gefühl habe. Und da sage ich es immer wieder, dass das Auspacken von Viking-Modellen einfach sehr angenehm ist. Also die liegen ja lose in der Styroporpackung. Also lose indirekt, weil die Styroporpackung hält die gut zusammen. Ich mache die auf, kann das Modell rausnehmen und freue mich. Ja, das finde ich einfach sehr angenehm. Finde ich sehr benutzerfreundlich, so blöd das klingt. Bei Marge Models ähnlich. Ich finde, die könnten eher auf Styropor setzen wie Viking. Die setzen ja auf diese Blastgussform quasi. Aber im Grunde dasselbe. Ich kann die aufmachen, rausnehmen, fertig. Finde ich sehr schön. USK Scale Models genauso. Und das war es an den Top-Auspackerlebnissen. Bei Marge sei noch erwähnt, dass dort, wenn man das hochhebt, wie gesagt, das wiegt doppelt so viel wie der Rest. Das macht natürlich auch was her. Da hat man halt was in der Hand. Wirklich gut. Bei Weise Toys, die nutzen Schrauben, aber in einer Weise, wo ich sage, das ist okay. Das sind vernünftige Schrauben und nicht übertrieben. Meistens 3 Stück pro Modell. Rausschrauben, rausnehmen, fertig. Schuko hat manchmal einen Arsch offen. Also sorry. Die nutzen... Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier auf Anhieb finde. Da muss ich mal meine Kartons hinnehmen.
die nutzen Styroporkartons auch mit Schraube und haben dann die Schraube hier oben sitzen und haben dann hier, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein blödes Stück. Und jetzt kommt's, mit einem normalen Schraubenzieher kommst du lange nicht bis da oben. Und das ist doch schon scheiße. Die setzen also voraus, ich meine, viele werden es haben, aber halt auch nicht alle. Die setzen also voraus, dass man irgendwie einen vernünftigen Werkzeugkasten, Schraubenzieherkasten, Modellbaukasten, was weiß ich, hat, um einen Schraubenzieher zu haben mit Verlängerung oder halt einen dünnen Schraubenzieher, um hier durchzukommen. Oder halt so ein, gut, kann auch sein, dass sie davon ausgehen, dass man so einen Standard-Schraubendreher hat, der halt keine Aufsätze hat. In dem Fall würde der vermutlich auch passen. Ist aber aus meiner Sicht trotzdem einfach unnötig. Also warum macht man das dann nicht größer? Dass zumindest mehrere Schraubendreher reinpassen. Ja. Bin mal gespannt, ob ihr das auch so seht oder ob das ein persönliches Ding ist. Aber ich finde das nicht ganz so gut. Ich hatte auch schon Kunden, die sich gefragt haben, wie sie das rauskriegen, das Modell, weil man die Schrauben ja auch nicht sieht. Das ist ja so tief drin, die Schraube, und dann mit so einem schwarzen Plastinnippus, da siehst du ja auch nicht, dass da eine Schraube drin ist. Und wer gerade mit Sammeln anfängt, naja, ist also kein so schönes Erlebnis. Und dasselbe gilt für die beiden hier, Ross und Universal Hobbies. Katastrophe. Ross schießt einen Vogel ab mit ihren scheiß Drähten. Liegen da unten, hole ich nicht hoch. Ich mag die Drähte an sich nicht und noch weniger in dem Maß, wie es Rost verwendet. Alle Drähte zweimal und am besten pro Modell 8 Stück und ach, finde ich einfach nervig. Macht keinen Spaß beim Auspacken, es geht auch gerne mal was kaputt beim Auspacken. Also anders kann ich mir zum Teil manche Schäden nicht erklären, die ich zurückbekomme. Und Universal Hobbies setzt so aus einer Mischung. Die haben manchmal nur Schrauben, manchmal haben sie Schrauben und Drähte. Und manchmal, und das war eine Katastrophe, hatten sie Schrauben, die absolut billig waren und diese vermutlich reingeschossen haben und nicht reingedreht, die man nicht rausbekommen hat. Also sorry, da kann das Modell noch so cool sein, wenn ich eine Stunde brauche und die Schraube noch aufflexen muss oder so ein Scheiß, dann hört's halt auf, ne? Naja, so. Und wenn wir gerade so über einiges sprechen an Funktionen, lohnt sich's eigentlich nicht zu zeigen, weil es von Modell zu Modell unterschiedlich ist. Es hat weniger was mit Herstellern zu tun. Wobei man bei Marge Models sagen kann, dass die meistens keine Funktion haben. Also meistens geht weder Tür auf noch Motorhaube. Bei den Häckslern und Erntemaschinen dasselbe. Bei Universal Hobbies ist es mal so, mal so. Bei Rost genauso, Weise Toys im Grunde auch. Bei Viking, die verbauen eigentlich schon meistens Funktionen. Also, wenn ich jetzt nicht ganz auf dem Schlauch stehe, würde ich sagen, die Türen gehen immer zum Beispiel auf. Bei Schuko, da muss ich zugeben, dass ich da nicht ganz so viele verkaufe, dass ich jedes Modell schon mal aufgemacht hätte. Ich würde so von den Verpackungen auch sagen, dass die sehr viel mit Funktionen arbeiten. Und US Case Scale Models, auch die haben ja sogar mal einen Traktor mit Licht gehabt. Also mit Batterie. Also die setzen auch auf Funktion. Und das nur mal nebenbei. Da das von Modell zu Modell unterschiedlich ist, kann ich das jetzt nicht anhand des Herstellers irgendwie sortieren. Und bevor wir uns da zu sehr in weitere Kleinigkeiten vertiefen, würde ich einfach mal versuchen, so meine persönliche Liste zusammenzustellen. Und insgesamt im Rundum-Paket, was ist heute los? Im Rundum-Paket ist Weise Toys Platz 1 bisher. Es ist ja so, dass wir noch keine Formneuheit gesehen haben, seitdem Weise Toys übernommen wurde. Also mit einem kleinen Fragezeichen für die Zukunft müsste man das versehen. Aber bisher von den Modellen, die bisher auf dem Markt sind, Platz 1. Detailreichtum vorhanden, der Lack ist sehr, sehr gut, die Aufkleber sind scharf und robust. Also tolles Teil. Tolle Teile sogar. Auf Platz 2
sehe ich persönlich, und da könnten sich die Geister schon scheiden, Viking. Weil Viking aus meiner Sicht halt ein sehr, sehr gutes Mittelmaß findet aus Qualität und Robustheit. Sie sind robuster als weiße Toys, verzichten dafür auf das ein oder andere Detail. Das wäre dann zum Beispiel ein Fall für die Geschmacksfrage, wem ist was wichtiger. Auf Platz 3 sehe ich persönlich Marge. In erster Linie punkten die durch ein irres Gewicht, was einfach was hermacht. Es ist einfach so beim Auspacken. Und sie sind simpel verpackt. Das hatte ich ja vor uns schon angesprochen. Auf Platz 4, da würde ich jetzt fast 2 sehen, Universal Hobbies und Ross. Das ist jetzt so eine, wie schon bei den ersten beiden, so eine Geschmackssache. Wer Details möchte und dafür vielleicht die ein oder andere verlorene Rundumleuchte in Kauf nimmt, ist Ross natürlich das Beste. Also bisher. Universal Hobbies ist robuster, ähnlich detailreich und verbockt es manchmal mit der Heckhydraulik. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Der Lack ist gut, aber nicht so gut wie bei Ross. Also Ross hat einen sehr, sehr guten Lack. Das sei mal eingestreut. Schuko Platz 5, wenn wir die beiden auf Platz 4 sehen zumindest. Da ist mir einfach die Spanne zwischen schlechten Modellen und guten Modellen ein bisschen zu groß. Der Deutz hier ist gut dabei. Hat aber ein bisschen viele Plastikteile, ist jetzt auch nicht allzu schwer. Also macht einfach nicht so viel her. Es wird an der einen oder anderen Stelle gespart. Da reicht es nicht mehr als für Platz 5. Und USK Scale Models tut mir fast ein bisschen leid, weil gerade die Truck-Modelle, also mit Ketten, die Fendt und Challenger, die Raupen, die sind schon richtig, richtig gut. Aber sie verzichten halt trotzdem, wie bei unserem Beispiel hier, so ein bisschen auf Details. Und ja, kann man mögen, muss man jetzt nicht mögen. Die sind auf keinen Fall schlecht, also nur weil sie Platz 6 sind, heißt das nicht, dass sie schlecht sind. Die sind allesamt gut. Und das soll auch so ein bisschen das Schlusswort sein. Alle Modelle, alle Hersteller, die taugen was. Die sind alle sehr, sehr gut. Also es ist nicht so, dass ich irgendein Modell nicht empfehlen würde. Und, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, die Robustheit ist ja eher mein Problem. Weil wenn es bei euch kaputt ankommt, habt ihr immer die Option, es zurückzuschicken. Also, ne? Deswegen müsst ihr euch ein bisschen ordnen, was ihr wo auf welchem Platz seht. Für Geräte übrigens und Mähdrescher gilt dasselbe. Also die Häcksler von Marge, es gilt dasselbe. Die sind ultra robust, machen richtig was her und haben so ein paar kleine Probleme, teilweise im Lack, teilweise auf den, na Sticker sind es nicht, aber auf den bedruckten Teilen. Viking hat aktuell recht wenig Anbaugeräte, Universal Hobbies recht viele und da gilt dasselbe. Die sind im Grunde sehr detailreich und haben halt manchmal eine einfache Aufhängung vorne. Oder, ja, und bei Ross auch dasselbe. Die Geräte sind allesamt super, sondern nur empfindlich. Und es zieht sich also durch. Und in diesem Sinne wäre das so meine Anordnung. Grundsätzlich, wenn es jetzt um Empfehlungen ginge oder ob man jetzt irgendwie vom Gucken sieht, ah, der passt nicht rein, der ist zu billig, würde ich sagen, dass eigentlich kein Modell so einen Abstrich macht, dass ich es nicht in meiner Sammlung haben möchte. Also wer Viking-Modelle hat, passt alles dazu. Im Grunde sind sie ja alle recht ähnlich. Also vielleicht könnte ich auch alle auf Platz 1 sitzen. Das nur zum Bedenken. Und in diesem Sinne jetzt aber wirklich wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bin vielleicht auf eure Reihenfolge gespannt. Und dann sehen wir uns demnächst. Macht's gut!